Na? Na? Wie geht's? Gut. Was hüpfst du so rum? Ja, was hüpfst du so rum? Du hast angefangen. Ich mach dich ja, nur nach. Zurück. Ah, hallo. Willkommen zurück zu Jule Deine und Tina. Jule und Porky. Hüpfen. Ja, Tiny Tina's Wonderland. Ja, jawohl. Ja, da sind wir wieder. Ja. Und wir sind immer noch in den Wargzahn-Untiefen unterwegs. Und wir müssen da unten hin. Oh ja. Ich glaube, wir müssen rutschen. Rutschen! Oh. Huch. Juhu. Hui. Oh, was da? Wa? Da kommt der fliegende Holländer. Sicher schon. Le Chances, Schiff. Bei meinem lange verlorenen Vater hat wirklich angeheuert. Mannschaft, bereit macht diese Knochen. Das lädt gerade alles irgendwie krass. Ah. Zu pusten. La. Ja. Da ist er richtig schwach. Du bist doch nicht richtig wahr, ne? Nee. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin eben aus dem Bett gekrabbelt. Das ist noch gar nicht so lange her. So, na ja, gut. La Chance! Willst du mir wieder mal einen Dolch in den Rücken jagen, Blood Freewood? Blood Freewood ist tot, La Chance. Blank bis auf die Knochen. Ich bin jetzt Bones Freewood, du verräterischer, bösartiger Prachtel! Ich werde dir nie verzeihen, dass du uns in Skelette verwandelt hast. Du hast das Schicksal herausgefordert und mein Herz gebrochen. Oh. Angriff! So sei es! Angriff! Oh oh. Bevor ich dich zurück zum schändlichen Tor... Nee, das ist Bones-Mannschaft. Ich schieße auf die Falschen! Was? Die schießt. Aua! Wer greift mich denn? Ach, der hier. Let's Chance! Irgendwann sterben wir alle. Ich will mich ein wenig vordrängen. Ich will von Let's Chance ein Bild. Der hat immer irgendwas im Gesicht. Effekte, Namen. Ach, Mann, ey. Spielverderber. Ach, gib mal das Ding, ey. Da ist ein lebendes Wesen. So. Höchste Zeit, über eure Gefühle zu sprechen. Wer ballert denn hier noch rum? Jetzt hör zu, Schadrösele Chance. Der ist ja riesig. Tut mir leid. Ich hätte dich fragen sollen, bevor ich uns alle zu Untoten machte. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, dass ich nicht klar denken konnte. Du konntest noch nie in deinem Leben oder Unleben klar denken. Aber danke. Ich kann diesen Fluch nicht aufheben, aber ich kann den Rest unseres Todes damit verbringen, es wieder gut zu machen. Ich brauche nur eine Le Chance. Du und deine Piraten. Le Chance. Mein Herz hat immer dir gehört. Ich nehme an. Tut mir leid. Auf diesem Schiff ist kein Platz für die Lebenden. Aber wir haben uns gewiss nicht zum letzten Mal gesehen. Schließlich bist du der Schicksalsbringer. Und das Schicksal eint uns. Du findest den Schlüssel zum nördlichen Tor in meinem versteckten Beuteraum. Du kannst ihn gerne plündern. Ich habe alle Schätze, die ich brauche. Und pass auf Holly auf! Vorwärts! Was für eine durchgeknallte Story, ey. Oh, Mann. Im Schicksal vereint. Mann. Das ist echt voll durchgeknallt. Ist es. Zauberschuss Gewänder des geschmeidigen Zauberers.
Liebe rettet den Tag, Lalelu. Lalelu. Was, die Schicksalsbringer Mist echt abgekauft, oder? Tja, ihr kleines Bekenntnis ist eine Lüge und sie weiß es. Wir enden alle einsam in der Dunkelheit. Hey Fred, die ganze Beute gehört uns. Bist du jetzt froh, dass wir die Piratenquest gemacht haben? Ihre Liebe war stärker als der Tod. Oh. Und nichts konnte sie trennen. Oh. Meinst du etwa fiktiven Charakteren nach? Ja. Das überrascht mich auf so vielen Ebenen. Sag es irgendwem und ich mach Kühlmittel an deine Frühstücksflocken. Fred, du hast buchstäblich eine Schale aus kaltem Stahl. Aber tief im Inneren steckt doch ein weicher Kern. Oh. Du bist wie eine emotionale Suppendose ohne Etikett. Keiner weiß, welche pumpige Güte sich darin verbirgt. Gut, das reicht. Dann hasse ich halt wieder jeden. Du bist wie eine emotionale Dose ohne Etikett. Geil. Ja, so, wo ist denn jetzt der Laderaum hier? Ist das hier? Muss man hier hin oder so? Nee, da geht nicht. Komm her. Komm mal her, Hase. Hase. Ja, da weiß ich, dass es da weitergeht, aber das ist das, wo wir hin müssen. Ach, das ist das. Okay. Ja. Na gut. Mhm. Oh, hier sitzt noch einer. Geht das hier lang? Uah! Ich komm wieder. Tschüss. Oh, 31.000 kostet das. Was? Was bringst du dich auch selbstständig selber um? Ich bin... Welp. Ja, nee, ich, Scheiße. Bin weggerutscht. Ein kleines bisschen Ring mit Pistolenschaden. Wird mich nicht aufhalten. Boah, guck mal. Guck mal ganz kurz. Nee, da musst du, glaube ich, rausgehen. Wenn du zurückgehst. Warte, da muss ich ein Bild machen. Das geht nicht anders. Was ist denn da hier? Alter Schwede. Das da oben ist ein Totenschädel, das aussieht mit den Korallen, als wenn dort ein Piratenhut oben drauf sitzt. Okay. Da musst du auch nochmal ein Stück zurücklaufen. Ja, ich bin gerade im Inventar am Rumwuseln. Was, wieso das denn? Ja, weil es geht. Die macht ein bisschen mehr Schaden. Falsche Richtung. Brauch ich die mal gerade. Sieht das geil aus. Endlich mal eine normale Pistole. Finde ich gerade gar nicht so schlecht. Der sitzt, so, was, der wo sitzt, muss ich gucken? Na, geh nochmal, geh mal nochmal zurück da, zwischen dem Fass und dem Korallen und jetzt dreh dich um und guck zu mir. Und dann ein Stück nach oben. Achso, ja, da ist ein Totenkopf drin. Okay, vergiss es. Ja. Ja, es ist halt spektakulär, der ist gigantisch groß und sieht voll geil aus mit integrierten Korallen auf dem Kopf und so. Ja. Das Tor, ihr habt es bis in die oberste Ebene des Meeresbodens geschafft, aber jetzt liegt der dunkelste Abgrund vor euch. Die Oberwelt? Sieht so aus. Der dunkelste Abgrund der Oberwelt. Der vierte und letzte Slot bei Schutzwaffen ist freigeschaltet, stand da gerade. Was? Warte mal. Was? Oh. Ah. Und schon wieder ein Schrein. Wir haben bei dem letzten nicht mal alles gefunden, ey. Jetzt fängt schon wieder mit dem nächsten an. Dieser Schrein ist dem Gott Schlagus Vorhalsus geweiht, dem Schutzheiligen der kritischen Treffer. Schon wieder ein Schrein. Wir haben den letzten nicht mal geschafft. Mann. Ja, wer weiß, vielleicht finden wir die Teile ja noch. In der Kiste. Ich denke mal, wir müssen erstmal, also wir müssten eher mal zurück dann, aber egal, alles gut. Wer ist da? Oh oh. Ich kann kaum was sehen. Du siehst unscharf aus. Ja, mach mal. Markgräfin Zeller, die beste Teufelskartenspielerin der Buttersee. Du willst die Schlucht überqueren, nicht wahr? Es gibt eine unsichtbare Brücke, die hinüberführt. Aber ohne meine magische Brille kann ich sie nicht sehen. Ich habe sie an ein paar Gewundene verloren und ich weiß, dass sie mich betrogen haben. Kannst du sie für mich zurückholen? Ja, natürlich, natürlich. Begib dich zu den Ruinen. Unsichtbare Brücke? An welchen Film erinnert dich das? Ja, Indiana Jones ist das. Aha, mhm.
In dem Verlies da drüben könnte eventuell ein Schreinteil sein. Oh. In dem hier? Ja, eventuell. Nee, in dem hier, in dem hier, in dem hier. Ja, dann. Da müssen wir rein. Gehen wir mal ein Schreinteil besorgen, ne? Wollte schon immer Schreiner werden. Schreinteil? Ja, du musst eher Schrei, weißt du, so Schrei. Guck mich nicht so an. Ich brauche deine Hilfe. Ja. Na dann. Krabben und irgendwas Großes, Wabbeliges. Was ist das? Rennender Klump? Funktioniert immer wieder. Autsch. Du läufst da irgendwie voll durch Gift durch. Bist direkt drin. Ich weiß auch nicht, was das war, aber es tat verdammt weh. Ja, der hat ganz viel Gift ausgestoßen. Du bist die ganze Zeit durch die Wolke gelaufen. Ich stand doch vor ihm. Der ganze Vorraum hier war alles grün. Ein Riesenbereich. Ja, ich bin mehr oder weniger tot. Ne? Also... Jetzt bin ich tot. Hm. Hab ich jetzt nicht gesehen, dass da... Komisch. Yeah! Ruf noch mehr Dinge herbei! Hinfort, du Memme! Also ich habe die Giftflecken auf dem Boden gesehen, aber die Giftwolke habe ich nicht gesehen. Die ist direkt hier vor mir. Riesige, jetzt ist sie weg. Ich bin ja gerade in deiner Kamera, aber Aua. Bei mir war die Giftwolke nicht vor mir. Okay, ach so. Ach so bist du. Ach so, du kommst nicht wieder. Nee. Du alleine machen, die Scheiße da. Okay, mache ich. Aua. Die Mächte der Dunkelheit nach. Die ewige Folter. So macht man seinen Gegner fertig. Resistent. Kritisch resistent? Wie geht das denn? Oh, geht. Kannst du bitte mal auf die Waffe wechseln? Ja, danke, 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 danke. Okay. Ja, genau. Mal ein paar. Ich versuch's ja. Mir ist ganz kalt. Ja, ich sehe das. Da steht ein Fast-Schießer. Ich mach doch schon. Was hat man davon, wenn man Augenkontakt hat? Aua. Das spawnt doch schon das nächste. Ah, alter Finne. What the fuck? Dein Ernst? Ja, wir hätten müssen direkt die Viecher aus der Luft schießen. Das Böse wird niemals siegen. Ja, ich krieg das schon, ich brauche es ein bisschen. Warte mal, ich nehme mal die legendäre. Ja, der verdoppelt sich aber. War gerade die ganze Zeit einer. Jetzt hat er sich verdoppelt, jetzt sind es wieder zwei. Ich versuch gleich, okay, okay, okay. So, die kleinen Biester gehen mir so ein bisschen auf den Zeiger. Aua! Für den Feind. Mann, ich bin sensibel, lass das! Für Abenteuer? Du? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Alter Fiddle, lass das!
Hier liegt halt auch überhaupt keine Heilung rum, ne? Ne, ich sehe auch nichts mehr. Doch, da vorne, in dem Durchgang liegt was, genau vor dir. Ja, aber das Eis. Da ist kein Eis. Da gehe ich jetzt nicht durch, guck dir das Feuer an. Ja, ich lauf doch hier oben rum. Jetzt. Na gut. Hab's. Ach, Porky, du bist ja. Ja, jetzt, ja. Irgendwie bist du immer noch tot. Das ist immer noch dieses Symbol. Ja, ist wahrscheinlich wieder verpackt. Bin hier sonst so rum. Doch, das ist nur so Munition und sowas. Hier geht's nicht rein. Wir müssen in die Mitte, da ist was zum Auslösen. Ja. Aber es kann auch sein, dass hier Würfel sind, ne? Also hier leuchtet was Gelbes. Ja, ich guck mich auch schon gerade hier so ein bisschen um. Aus dem Weg! Ob es hier irgendwas gibt. Hier ist nichts dahinter, also diese Bretterverschläge, da ist nichts. Okay. Ah, vielleicht gibt es hier auch sowas gar nicht. Kann ja sein. Kann sein, ja, dass hier nichts ist. Möglich, ja. Naja. Ja. Da. Na dann, klick drauf. Ich, ja. Na gut. Ja, mach mal. Piau. Oh. 188 Schaden. Das für ein Teil. Bei mir ist auch der vierte Slot freigeschaltet. Ah, okay. Oh, da ist auch eine Waffe jetzt drin, okay. Dann mal los! Pistole. Ich hasse dich und dich. Du bist okay. Ich lass die mal drin. So eine kleine irgendwie Armbrust oder so, was ist das hier? Ja. Okay, geht weiter, ne? Ja, gehen wir mal raus. Nee, das kommen, glaube ich, 3 Kämpfe wieder. Ach so, na, dann nächster Kampf. Ja. Du sagst es. Was? Na gut, ich sag Hi. Was? Hi? Ich liebe dich? Ich glaube, mein Kopf ist kaputt. Kann sein. Ach, da unten? Hier ist so ein... Okay. Na toll. Danke. Zurück unter den Lebenden. Darum verstehen wir uns. Im Ernst? Das soll mein Widersacher sein?
Danke. Er ist stolz auf mich. Ich treffe immer. Leider nicht immer. Au. Oh, was war das? Was war denn das jetzt? Der schießt so was ganz Komisches. Oh, hinter uns. Warte, 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 warte. Jetzt wird Du musst da runter von dieser Plattform. Du musst nicht von der Plattform runter. Ich war gerade, bin gerade wiederbelebt worden. Halt doch mal bitte still. Halt still. Halt still. Sieh mal an, wer da spielen möchte. Auf der Plattform war alles voller Eis und so komische Blitze und das hat mir auch Schaden gemacht. Aber jetzt der Kampf ist das war doch vorbei. Ja, aber das Ding ist trotzdem noch geplatzt und hat schöne Sachen für uns dagelassen, die verflucht scheiße Schaden machen. Davon habe ich aber nichts gesehen. Okay. Ich habe bloß gesehen, dass du auf einmal dead warst und dachte mir, okay, uncool. Ja, das weiß ich auch nicht, warum ich auf einmal tot war. Aber ist egal. Geht's jetzt los? Es geht los! Keine Ahnung, warum ich tot war. Okay, das kenne ich noch nicht. Und Bong, habe ich wieder gefunden. So. Bald wirst du mir dienen. Ihr werdet mir alle dienen. Natürlich. Du verrückter Kopf, du. Guckt uns jemand an? Das mag ich nicht. So. Oder ich Schreinteil. Hallo? 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 Mach ruhig, mach ruhig. Okay. Ich hat die schon mal so gesungen. Ja. Ich hab einfach ein Schreinteil für dich. So. Okay. Und nu? Ach, darüber müssen wir. Hier durchs Gestrüpp durch. Und dann hier zum Tempel. Sind für was die gebunden? Kämpfe dir den Weg frei und erteile diesen Betrügern eine Lektion. Oh. Ach, die sind das. Noch nicht fertig. Ja, genau hier. Was hast du denn gesagt? Gruselig. Alles bis zum Arsche. Du bist. Wo, das gibt's nicht. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ich hab schon wieder null Lebenspunkte. Hier die Kleidung. Was auch immer du da machst, es sieht tödlich aus. Also weiter so. Die Teilung dazwischen. Ja, ich weiß, wie es ist. Huch, wie kann man so komische Dinger. Ah! Schau mal. Hier ist ein Schutzschild hier. Yes. Ja. Okay.
So. Da ist jetzt Zeug drin. Okay. Ja, macht euch dünn. Hier oben gibt's nichts mehr. Hier ist sonst. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, da war meistens in so kleinen Kampf-Inis war da irgendwie gar nichts so zum Finden. Das ist eher so eine freien Wildbahn, da, wo wir dann mehr gefunden haben. Giftschaden, Kilomantinnenkraft. Okay. Okay. Ich glaube, der Automat wird gerade mein bester Freund gleich werden. Bestimmt. Ja. Ups. Genau. Stand direkt neben mir. Ja, ich bin da mal tot. Halt still, bleib stehen, hör auf dich zu bewegen. Ich kann dich doch wiederbeleben. Lauf doch nicht mal durch die Gegend. Abendessen. Abendessen? Ich sehe in dir nur Feuchten, die darauf warten, freigelassen zu werden. Das Urteil ist über dich gefallen. Schrei doch nicht so. Und so. Das ist alles so viel Geld wert, das ist doof. Ja, ich finde es nur ein bisschen schade, dass das Geld in einem in dem Spiel hier eigentlich überhaupt nichts nützt, ne? Naja, doch, für die Verbesserung. Wir müssen ja wahrscheinlich noch mal so ein bisschen was aufwerten. Wir müssten dann in die Stadt zurück bei dieser gigantischen Kiste. Da lassen wir ordentlich Geld. Ich müsste nämlich noch ein paar Sachen aufwerten. So hier Magazingröße und so Quark. Das wäre cool. Da würde ich demnächst noch mal hinwatscheln. Okay. So. Ja. Und ich glaube, eine Verbesserung war schon so bei knapp 300.000 oder so. Das war schon ein bisschen intensiv vom Preis. Ich würde mal hier die Brille nehmen, ja? Jo, sammel mal ein. Perfekt, bring sie mir! Da liegt noch was Lilanes. Okay. Na dann. Na dann. So, jetzt darüber wieder oder was? Okay. Müsste der Dame zurück. Ja, dann. Aber kein, doch, jetzt kann man raussuchen. Ich habe die ganze Zeit hier so einen übel krassen Fokus. Meine Brille, ich kann wieder sehen. Mir reicht auch eines der Gläser, um in die Karten der anderen Spieler zu schauen. Aus dem anderen baue ich dir ein monokulares Fernrohr. Monokulares Fernrohr. Damit kannst du die unsichtbaren gewundenen Brücken sehen. Die stehen hier überall herum. Hm. Was ein Teil. Ja. Okay. Muss man das jetzt noch irgendwie... Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Nö. Nö. Man muss bloß nah rangehen. Dann geht's los. Okay. Cool. Der versunkene Abgrund. Ja, dann. Na dann. Hast du die Brücke gefunden? Ja. Halte die Augen offen. Es gibt hier noch viel mehr davon. Ja, dann,
ist abgeschlossen. Dann sehen wir uns gleich wieder? Ja, genau. Wir sehen uns einfach gleich wieder in der nächsten Folge und dann geht's hier in die Drowned Abyss. Drowned Abyss. Alles klar. Drowned Abyss. Ja, gut. Ach, guck mal, hier sind auch Automaten. Da kannst du ganz in Ruhe verkaufen. Ja. Kannst du wieder auf Shopping-Tour gehen. Kaum ein Lichtstrahl schafft es je in diese Tiefe des dunkelsten Grabens des Ozeans. Oh, mir fällt gerade ein, ihr trefft hier auf einen meiner Lieblingscharaktere. Ich weiß noch, als ich ihre Lieblingsfigur war. Siehst ja, was dabei rausgekommen ist. Pass auf dich auf, Schicksalsbringer. Sonst fällt dir noch jemand in den Rücken. Ich werde... Alles klar. Guter Tipp, ja. Na dann. Bis denn. Tschüss. Bis denn. Tschüss.